Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute gibt es eine neue Rubrik, Zeit für mehr. Dann gehen wir nach Dubai und am Ende besuchen wir einen Kollegen in der Wäscherei. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Und jetzt kommen wir zu einer neuen Rubrik, und zwar Zeit für mehr. Sowieso sollten wir uns alle viel mehr Zeit nehmen, schön am Meer zu sitzen und aufs Meer hinaus zu gucken. Und genau das machen wir jetzt zusammen. Ah, war das herrlich, oder? Das machen wir jetzt öfter. Und jetzt kommen wir aus der Ruhe in einen etwas spannenderen Teil der Welt, nämlich nach Dubai. Und da haben wir für euch mal ein Best-of zusammengestellt. Bitteschön. Super geile, mega tolle Tour durch die Wüste gemacht. Wir sind ordentlich durchgeschüttelt worden. Es waren ganz schöne Berge, ja. Hat richtig Spaß gemacht. Ich bin erst mal in der Wüste, vor allem für meine Mutter. Das war ein bisschen ruckelig so, die Tour, aber kann man sehr empfehlen. Also war echt cool. Ja, mega. So eine Rennstrecke mal live zu erleben, ist schon eine tolle Sache. Voll geil. Ich glaube, morgen bin ich heiser. Das ist absolut der Wahnsinn. I'm still dreaming about you. Das ist die spaßigste, lustigste Tour. Action pur und vor allem mit dem besten Fahrer, Ahmed. Und jetzt besuchen wir zusammen einen Kollegen in der Wäscherei. Er kommt aus Vietnam und in Vietnam ist es genau wie in vielen anderen Ländern der Welt schwierig zurzeit mit den Einreisebedingungen. Hört mal seine Geschichte. When I go home, the first thing I will do that I will hang out with my brother and go greeting with all of my relatives and we will start have a big celebration. My name is Vu Tuan Anh Bui and I am 30 years old. I came from Vietnam. My position is the laundryman and my duty is to handle the linen that bring down to the main laundry. Approximately
For my guess, is I think I watch every day around 200 to 300 kilo a day. My contract is 10 to 11 months. I have on board for more than 12 months already. So as HR manager, so far he have informed me maybe around 18 September he will have a flight. He is trying his best to so I have a most early flight for go home. Maybe this not disappointing because I know that still in this pandemic, maybe everything can change in the last minute. That's why I'm not so stressed about that. Aida is very caring for me, and I appreciate the Aida for that. If they have some promotion or some program, they also try to invite me for that one. And so for now, because I have worked for more than 12 months, so they try to make easy for my working hour. In the leisure time, I like to do the Photoshop class and the white testing. Because I always calling my family, my mother, my brother, I always telling them about my situation on board, and then they always telling me about information at home, so that I always have not so worry. Aida give me the social media free for free, so that I can easy to reach my family at home. I wish that I can spend more time with my family, and if I can go home, and then I wish I can still come back for Aida to continue contract with Aida. Und zum Schluss öffnen wir wieder das Sehnsuchtsalbum mit der schönsten Musik von Bord und den wunderbarsten Bildern von unseren Reisen. Und jetzt schönes Wochenende und bleibt gesund. To the open aisles of the sea.